Willkommen zu Zelda oder The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und wir haben diesmal ein paar Kommentare. Dankeschön für alle Tipps und Tricks. Als allererstes haben wir nämlich einmal von Bloodgamer die Antwort: Ich würde dir vorschlagen, alle Tränen zu suchen als erstes. Die ganzen Erinnerungen sind sehr für die Story und fürs Verständnis relevant. Ich würde nämlich jetzt heute vorschlagen, wir haben jetzt ja als letztes die Orni geholt. Ich möchte gerne in dieser Folge mich um die Goronen kümmern. Und in der nächsten Folge, wenn wir zu den Zoras oder nach Gerudo Valley gehen, ich weiß noch nicht genau wohin, würde ich davor alle Tränen sammeln. Das heißt, wir machen jetzt die Goronen und dann alle Tränen und dann geht es weiter in die verschiedenen Gebiete. Aber vielen, vielen Dank, dann scheint das doch sehr relevant zu sein, dann machen wir das nämlich. Dann haben wir einmal einen Tipp bekommen, und zwar von Crazy Cat, die das crazy macht. Gnu, zwei Tipps. Erstens, du kannst auch gleiten ohne Propeller zu 100%. Ich mache das auch immer so, es funktioniert. Das war quasi dieses Flugzeug. Da habe ich immer gedacht, ich muss den Propeller ranmachen. Und bitte drück nur einmal auf L, wenn du die Fähigkeit der Hand nutzen möchtest. Du drückst dann nur länger drauf und wenn du andere Fähigkeiten möchtest, dann kommt immer das Rad. Ansonsten immer nur einmal L drücken und so nutzen Herzchen. Dankeschön, ihr zwei Süßis. Weitere Kommentare gerne immer schreiben, weitere Tipps und Tricks. Gerade wenn es um Kochen geht, Craften, sonstiges. Man kann super viel machen in Zelda. Es ist ein super krasses Game. Über einen Daumen nach oben und ab würde ich mich immer sehr freuen und kommt auch gerne live vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Meine Community ist da auch gerade mit am Start und ich würde sagen, wir machen weiter. Wundert euch nicht wegen meinem Helmchen. Was habe ich in der letzten Folge ohne euch gemacht? Also es gibt keine letzte Folge offline. Ich habe ein bisschen den Untergrund freigeschaltet und erkundet. Das habe ich gemacht. Das ist riesengroß einfach nur. Das sieht jetzt wenig aus, aber ihr seht schon, überall, wo diese Knospen sind, war ich. Ich finde die Unterwelt einfach geil. Und hier habe ich eigentlich auch alles freigeschaltet, außer das Schloss. Ich war beim Schloss, ich habe mir einen Ausdauerdrink gemacht und bin mal ins Schloss rein. Ist aber nichts Interessantes, was man so finden kann. Ein paar Sachen, aber nicht wirklich viel. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf zu den Goronen. So, da müssen wir nämlich hin. Das wäre ja dann eigentlich einmal die Richtung hier. Ich schieße mich einfach hoch. Let's go. Ich habe ja alles freigeschaltet. Yes! Die Frage ist allerdings, da vorne ist ein Tempel. Ich muss ja wahrscheinlich zuerst zu den Goronen rein. Ins Valley, weil ich gar nicht nach oben komme, weil es zu heiß ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich als erstes erst einmal den normalen Pfad nutzen, um dorthin zu kommen. Ich habe auch Kakariko gefunden, war gar nicht so einfach. Ich habe eine Fee gefunden, die möchte aber gerne eine Flöte haben. Vielleicht wisst ihr da mehr und könnt es mir schreiben. Das würde ich nämlich auch gerne mit euch zusammen machen. Was ist denn das Schönes hier? Ist das böse oder ist das gut? Es sieht gut aus. Oder? Zum Steakstein. Oh, geil. Oh, du bist auch gekommen und das erlesene Steak von Bardas zu kosten. Seit kurzem ist hier allerdings eine kulinarische Sensation namens Schlemmstein in aller Munde. Dem Vornehmen nach eine äußerst schmackhafte Delikatesse. Dafür musste ich einfach meine Reise unterbrechen. Leider ist dieser Leckerbissen gerade nirgends zu bekommen. Für Hylianer wie dich sind Speisefelsen ohnehin nicht verkömmlich. Normalerweise gibt es hier auch eine Speisekarte für hylianische Gaumen. Aber auch dafür scheint es momentan an Zutaten zu mangeln. Das sind wir wohl Leidensgenossen. Okay, was geht ab, Homie? Was machst du denn da? Oh, das ist unmöglich. Ich weiß ja, ich hätte meinen Teller leer essen sollen. Und ich möchte auch alles wieder gut machen, aber mit einem Schlemmstein kann ich nicht dienen. Würdest du auch das hier annehmen? Dabei handelt es sich um ein merkwürdiges Objekt, das nach dem Kataklysmus entdeckt wurde. Weißt du, es mag selten aussehen, aber dafür hat es enorme Seltenheit. Ach Gott, der ist es gerade. Nichts ist so gefragt wie Schlemmstein. Dabei handelt es sich um eine wertvolle, essbare Mineral. Ein essbares Mineral. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Ich kann nicht glauben, dass du dieses köstliche Gericht nicht einmal angerührt hast. Was für eine Verschwendung. Oh Gott, der ist süchtig danach. Alles wieder Gutmachung, sollst du mir besser einen neuen Schlemmstein besorgen und nimm dieses unappetitliche Ding. Wenn ich könnte, hätte ich dir schon längst einen Ersatz gebracht. Ich bin zu den Höhlen am Ende des Lorenschienen gegangen, um danach zu suchen, genau wie du gesagt hast. Aber in einem solch gefährlichen Ort hält es doch kein Hylianer aus. Pah, sowas kann ich nicht gebrauchen. Diese Sache ist erst erledigt, wenn du mir einen Schlemmstein bringst. Schön aufessen. Wir gehen jetzt erstmal hoch zu dem Tempel hier. So ganz easy.
Und dann folgen wir den Loren und werden in die Höhle kommen und werden dem Problem auf den Weg auf den Grund gehen. So. Die kleinen Stinkies. Stinkets all on the floor. Stinkets, give me some more. So. Ich sagen, die Schreine sind mittlerweile schon so unerträglich, dass ich einfach merke, mir fehlt die Logik. Ich habe schon 4 Schreine, die ich einfach nicht beenden kann, weil ich sie nicht beenden möchte und nicht kann und nicht checke. Ihr dürft immer Tipps geben. Backseat Gaming ist hier gewünscht. Wir spielen dieses Spiel zusammen. So. Gegen den Strom. Das ist schon richtig ätzend an. Das heißt, gegen den Strom, dass ich ja theoretisch den Stuff hier wahrscheinlich Zeit umschieben muss, um hier irgendwie weiterzukommen, ne? Now I got a problem. Can I take diese? And can I take diese and verbindet hier und dann kann ich rüberkommen, so. So, und du kriegst jetzt aufs Maul. So, Brudi. Oh. Oh. Ein starker Bogen. Oh nee, das war der. Huch. Huch. Ah ja, und ich habe mir Krogsamen endlich eingetauscht. Gegen was Besseres. So, das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo eine Kugel. Und wo ist diese Kugel? Habt ihr irgendwo eine Kugel gesehen? Da muss ja eine rein. Gegen den Strom heißt es ja. Muss ich dann die Zeit ändern? Ich habe hier keinen Stein gesehen. Du bist auf an dem großen Monster auf dieser Brücke vorbeigekommen oder hast du einen anderen Weg genommen? Ich bin hier, ich habe den Turm freigeschaltet, bin rübergeflogen, um ehrlich zu sein. Ich habe aber auch schon in meinem Fotoalbum ein Foto gemacht hier. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es jetzt so, dass ich in jeder Folge, weil ich spiele ja auch ein bisschen offline weiter, wo ich Tempel mache und mich einfach ein bisschen upgrade, weil ich bin jemand, der sehr Storygame-fussiert spielt gerne. Ich habe hier Fotos gemacht. Ich mache jetzt künftig immer eine kleine Fotos von euch, um euch anhand der Fotos zu zeigen, was ich so gemacht habe. Ich war auf einem Ausflug auf einem großen Berg und dann habe ich einen ganz großen, ekelhaften Drachen gesehen mit 3 Köpfen. Und den gibt es auch noch in Strom, in Feuer und in Eis. Und hier sehen wir ihn Eis. Der war sehr bedrohlich und ich bin dann direkt gegangen. Außerdem war ich noch im Untergrund und habe diese süße Dinge fotografiert, weil ich es total cute fand. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Und es war ein düster Würmchen. Das wollte ich euch noch mitteilen. So, da könnt ihr mich nämlich dann immer kontrollieren. So, was habe ich hier? Genau, das war der Geil. Das war ein Frostgriog. Das Kopfteil habe ich unten gefunden. Ich habe schon unten ein bisschen, bin ich schon rumgelatscht. Ich habe ein bisschen explored. Das war hier unten im Untergrund. Und zwar war das ganz genau irgendwo hier bei Ruinen, Gerudo Valley. Ich bin über Gerudo Valley, bin ich rein. Und dann habe ich das gefunden. So. Okay. Also, lass uns doch einfach mal die Zeit umdrehen. Wo ist diese Kugel, Leute? Oder muss ich irgendwas damit da oben machen? Warte, spült ja Wasser rein. Was bringt es eigentlich, dieses Wasser da? Wo ist die Kugel? Ach, da geht's weiter. Boah, ich immer. Okay, das heißt, ich muss... So, jetzt. Oh, Link springt doch. Manchmal geht die Taste nicht. Ich muss da manchmal richtig reindrücken in den Controller. But I don't know why. Nein, warte auf mich! Oh Gott, es zählt. Oh mein Gott. Hast du schon einen der 4 fertig? Ja, ich habe die Orni gemacht. Aber warte mal, dann hole ich doch einfach den hier zurück. Ah, okay, nee, das zählt nicht.
Naja, wenn ich drauf gehe, ja, kann ich eigentlich im Prinzip auch machen, das ist egal. Ich habe nur Angst, dass es dann... Obwohl, es geht eigentlich relativ schnell. Yep. Ja, stimmt, es hält ja, ne? Ich hoffe, das dumme Ding hier hält uns jetzt nicht auf. Nee, gut, nicht. Okay, now it's getting interesting, weil jetzt muss ich das... Die Kisten lohnen nicht, habe ich die Erfahrung mitgemacht. Muss ich das mit dieser dummen Kugel hier schaffen? Oh je. Ah. Nein! Nein! Warte, warte, warte. Kann ich das... Oh Gott, kann ich das nochmal... Komm zurück. Yeah. Und abbrechen. Oh. Ja. Ja. Und flap. Lim. Okay, da drüben wird es jetzt richtig froggy-mäßig. Um Gottes Willen, was ist denn das? Okay, ich muss hier irgendwas machen. Mit den Dingern hier. Kann ich mir die an den Arsch schneiden und dann rüberfliegen, schwimmen, sonstiges? Irgendwie muss ich da auch hoch. Ah, genau, ich kann ja so machen. So. Dann kann ich die ja nehmen. Und dann kann ich die mal runterschmeißen. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wofür die sind. Aber das sehen wir gleich. Halt. So. Nein! Oh Mann! So, jetzt aber, Kollege hier, ne? Jetzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wofür sind die denn eigentlich? Was machen die denn? Aha. Aha. Was passiert dann? Ah. Oh. Ah. Halt, bleib hier. Ach so, die müssen durchgehend da rein sprühen. Okay. Oh, wieso? Warum zieht mich das jetzt rein? Das ist Betrug. Ach gut, zum Glück speichert das. Bin ich aber echt schon am Arsch hier. Das hilft ja gar nichts. So, genau. Ich abends am Kühlschrank. So, jetzt aber aufpassen, dass ich hier nicht wieder reinstürze. So, plopp. Und dann muss ich doch die Dinger einfach als Düse hinten dran schnallen, oder? Also ich finde die Tempel deswegen, auch wenn sie manchmal nervig sind, echt gut, weil man dadurch extrem oft lernt, was überhaupt möglich ist im Spiel. Also oft vergesse ich, was mir dieses Game eigentlich ermöglicht, um ehrlich zu sein. Und dadurch merke ich es dann immer, oh krass, das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich damit machen, wow, das wusste ich gar nicht. Und dafür ist es immer extrem cool. Und let's go. Bring mich rüber. Yeah, dass das nicht kaputt geht. Eigentlich müssten die doch zerschmelzen, oder nicht? Gnüchen, hallo. Ibims. Yes. Yeet, yeet, yeet. Yes, jetzt habe ich 4. Dann will ich mir als nächstes, glaube ich, noch einen Ausdauer holen sogar. Bin mir noch nicht so sicher, Leute. Mal gucken. Oh, möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Danke. So. Das trojanische Pferd war mega witzig. Könnt ihr mal meine Instagram-Story schauen auf Jasmin Gnu. So witzig. Da hat jemand ein trojanisches Pferd gebaut, ist reingegangen und hat so eine Base gestürmt. Das nenne ich mal kreativ. So, wir müssen noch dieser Lore hier folgen. So, Hannelore. Und ich brauche sicherlich bald eine Hitzeschutzrüstung. So. Hello.
Da ist die Höhle, von der wir gesprochen haben. Was liegt denn da? Oh, ein kleines süßes Element, der Gemir. Das Element, der will nicht. Kann es sein, dass ich hier Hitzeschutz machen sollte? Soll? Was ist ein Hitzeschutz? Pyrotomate. That's the thing. Wo waren diese Hitzeschutzsachen? Hitzeschutz? Hier, diese Feuerechse. Spurtelgrüstling. Grüsti Grasi. Nee. Ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht. Das passt. Trotzdem beunruhigend, dass ich hier die Möglichkeit habe, was zu kochen. Eine Löschechse. Für die Löschechse. Oh ja, ich brauche eine Löschechse. Ja, ich sehe schon. Okay, ich brauche eine Löschechse. Ist doch zu heiß. Löschechse. Ja, kann ich mal aufhören zu brennen? Oh nein, meine Waffe. So. Oh nee, ich hasse diese Dinger da. Wo kriege ich eine Löschechse her? Hölzerne Ausrüstung fängt an zu brennen. Stimmt, da war ja was. Stimmt. I need something to löschi. Da, eine Löschi-Exi. Komm her. Da ist auch eine Löschi-Exi. Da schleiche ich mich jetzt dran. Zwei. Kann ich die auch einfach mit einem Pfeil tot machen? Ja, sehr gut. Löschi-Exi. I need you. I need you in my Löschi-Exen life. Auch dich brauche ich in meinem Löschi-Exen life. Ich will noch ein paar mehr Löschis. Löschechse? Are you here? Ist der eine Löschechse? Please? Da hinten ist noch eine. You are mine. Oh. You are mine. Reicht, oder? Glaube ich. Okay, wie mache ich denn so eine Löschechse? Ich speichere jetzt erstmal. Das könnte sonst sehr ärgerlich sein. Im Dorf wieder die Rüstung kaufen. Aber ich bin ja noch gar nicht im Dorf. Das Dorf? Ist das hier irgendwo unten? Habe ich das verpasst? Ich glaube, ich komme doch jetzt erst zum Dorf, oder? Ich glaube, das ist hier noch nicht. Goronenquellen. Da ist doch das Dorf. Hier, da muss ich hin. Und da komme ich hin, indem ich diesen... Eigentlich komme ich da doch auch ganz anders hin, oder? Ich kann doch einfach hier hochgehen. Ja. Ich kann doch einfach jetzt hier rechts nach oben und dann ins Dorf. Dann hole ich mir diese Rüstung. Und dann gehe ich... Dann mache ich das doch jetzt so. Aber eigentlich habe ich doch Hitzeschutz. Ich würde es bevorzugen, diesen Sack einfach zu ignorieren. Ich glaube, Wasser tut ihm nicht so gut, oder? Ey, mir gehen auch immer die Pfeile aus in dem Spiel. Ich glaube, das könnte hochexplosiv sein. Ich nehme mal Wasser. Ich glaube, Wasser ist... Eigentlich ist Eis, glaube ich, noch besser. Aber was hilft denn bei Eis? Ich habe ja nur diese Dinge. Ah, die wären doch gut, glaube ich, gell? So, komm mal her, Brand. Oh, verdammt, das war nicht gut. Bin ein bisschen aufgeregt. Das war's. Das ist ja Wahnsinn. Glutkraut. Okay, mit einem Schuss war es das. Nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hoch zu den Goronen. Ah, ich brauche Brandschutz. Hitzeschutz hilft nur. Ah, ja, stimmt. Deswegen habe ich das auch noch intus. Mich vor dem Sonnenbrand schützen wollen in der Hütte. Ich war ja davor bei Gerudo Valley. Inventar sortieren. Wie mache ich denn das? Run, Boy, run. Ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom, ja. Wenn nichts dazwischen kommt, definitiv. Immer. Ich hoffe, ihr seid auch da. Ich hoffe, wir sehen uns. Dann gehen wir da lang. Oh, Steak. Ich brauche auch mal wieder Fleisch. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ich hätte sogar mal wieder Fleisch. Ah, die greift mich sogar an. Ja, super. Dann kann ich euch ja richtig fertig machen, die Schweine.
Jetzt hauen die auch noch ab. Feige Schweine. Die Südmine. Der Vogel erschreckt mich immer. Auch eigentlich eine Synthese, ne? Dann kann ich den hier mit einem Stein einfach verpacken. Ah, da vorne sind doch schon so ein paar Goronis. Voll schön, die Lämpchen, voll süß. Steinis. So, Freunde, was steht hier so rum? Ihr sollt arbeiten. Jetzt mampfe ich den ganzen Tag Schlemmsteine an die Arbeit. Ich verkoste doch nur unsere Produkte. Warst du nicht so begeistert davon, dass... Das Geile ist, dass es halt auch aussieht wie so ein Steak, ne? Der erste, der Lorenland, der Juno-Bau hier entstehen soll. Lorenland? Es tut mir leid, dass du Zeuge einer derart beschädigten Szene wurdest, Reisender. Das Lorenland ist ein Vergnügungspark, der nach den Plänen von Juno-Boss, dem Chef der Juno-Bau, hier entstehen soll. Er wollte damit einen Ort schaffen, an dem sich alle amüsieren können, auch Reisende. Aber jetzt arbeiten die jungen Goronen überhaupt nicht mehr und essen wahrscheinlich die ganze Zeit nur, ne? Die Juno-Bau kümmert sich hier um alles, vom Ersatz, vom Erzabbau bis zum Verkauf. Sie hält die ganze Region finanziell stabil, tja. Bis das Lorenland eröffnet, dauert es noch eine Weile. Wenn du Erz kaufen möchtest, versuch's doch mal da drüben bei auf dem Juno-Baum-Mineralmarkt. Ah, da hinten, da gehen wir mal hin. Die essen doch aber alle Miasma-verpestetes Fleisch. Also Steine. Und ich habe so ein bisschen das Feeling, dass die später alle durchdrehen. Ach, guck mal, hier kann man sogar Stuff kaufen. Na hallo, Feuerstein. Nee, habe ich genug. Das kann man hier so kaufen. Wie? Verzeihung, aber das ist ein Artikel aus dem Sortiment. Eigentlich, theoretisch, kann ich jetzt hier drauf die Zeit umkehren und kann dann ins Dorf fliegen. Sonst wäre doch dieser Stein hier nicht runtergeflogen. Wenn ich sie... Also das Angebot nehme ich an. Da, da kann ich jetzt straight hinfliegen. Das mache ich jetzt auch. Wuhu! So, das sieht doch auch, das sieht doch stark danach aus. Nach Dorf. Das sieht stark nach Dorf aus. Yes. Dann gehe ich aber in den Eingang. Das macht man so. Dass einfach jeder rein kann. Das wäre in der heutigen Welt schon einfach touristisch nicht mehr zu besuchen, dieses Dorf. Das einfach so voll wäre. Goronia, Schlucht von Eldin. Hallo, Freunde. Ich bin zurück. Kennt ihr mich noch? Hey, die sind alle süchtig. Die essen alle Miasma. Oh Gott, sonst brauche ich nichts. Hat so ein bisschen Little Nightmares, Ding. Ein bisschen Little Nightmares-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Oh je. Jetzt auch noch Torwächter Krant. Und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesem Schlemmstein gewarnt habe. Also, der Grund, warum alle sich so merkwürdig benehmen, das liegt an den Schlemmsteinen, die Juno-Boss fördert, oder? Was flüstert ihr denn da so, hä? Was war das? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Oh Gott. Juno-Bau, Chef der Juno-Bau. Er ist erwachsen geworden. Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Doch, warum bist du so kacke aggressiv? Ach, na sieh an. Wer auch wieder da ist. Unser Link, du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen und auch noch einem Gast gegenüber? Ja. Chef, ich meine Bluto, du hast auch nicht kapiert, wann du mal die Klappe halten sollst, hä? Pokachin, auf den Bau, ganz Goronia. Oh Gott, die sind auch richtig toxisch. Auf die Juno-Bau. Hey. Oh, frag, und wer ist der Boss der Juno-Bau? No. Juno-Boss? Oh Gott, die Armen. Ja.
Kapierst du es jetzt, Bluto? Du hast hier nichts mehr zu sagen. Pah, wenn du glaubst, ich werde mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Lass hören, Link. Was hast du hier in Goronia verloren? Lalala, pepepepe. Oh, ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hm? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht was Seltsames passiert ist. Prinzessin Zelda? Ich habe gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommt es, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen, blonden Federn erkennt man doch überall, kein Zweifel. Ah, Federn? Haben Hyliana nicht Haare? Genau, und das sind die gleiche, und genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junoboss über Schlemmsteine verhandelt. Hä, ihr beiden, ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also hört zu, in Goronia läuft's prima, bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlemmsteine kümmern. Eine Dame lässt man nicht warten. Welche Dame? Also, hier geblieben, Junobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Oh, der Rücken. Oh, mein Rücken. Ha, als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebetene Ratschläge zu begeben. Los, Tokachin Ofrak. Tja. Zurück zur Junobau-Zentrale. Junobau-Zentrale aktiviert. Oh Gott, das ist erbärmlich. Sie sind mit ihrem Tanga wegrollen. Ganz schönes Arschloch geworden. Ja, was ein Frechdachs. Dabei war er mein ängstliches kleines Bürschchen, das mir nie von der Seite gewichen ist. Tat alles für seinen Chef. Doch das änderte sich, als er ein Bergbauunternehmen gründete, die Junobau. Und seitdem sie auf diese Schlemmsteine gekommen sind, haben sich Junobau und die anderen jungen Leute verändert. Verändert? Tja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seit Junobau mit diesen Schlemmsteinen gekommen ist. Niemand arbeitet mehr und sie sitzen den ganzen Tag nur herum. Manche lügen und betrügen sogar, um ihre Schlemmsteine zu bekommen. Junobau muss doch sehen, dass hier was nicht stimmt. Aber er tut einfach so, als wäre nichts. Wenn ich könnte, würde ich direkt in Junobau-Zentrale marschieren und Junobau mal sagen, was ich davon halte. Aber die ist etwas schwierig gelegen. Zuerst einmal muss man zur Mine im Norden der Stadt. Aber mit diesem Rücken kann ich mich nicht mal in eine Lore setzen. Wie soll das nur weitergehen? Also, als allererstes kaufe ich mir jetzt eine Rüstung und ich glaube, dass wir dann tatsächlich doch in diese Mine gehen müssen, in die wir eigentlich ursprünglich hinein wollten. Kann das sein? Hier ist also den seine Hut. Ich glaube, dass der jetzt charakterlich echt ein Schwein ist, aber wenn wir später den Endboss besiegt haben, ist er bestimmt total handsome. So, ein Schmiedi. Ja, unglaublich. Boah, diese blonde Hylianerin und ihr komischer Auftrag. Sie wollte einen Kopfschmuck, aber in einer ganz merkwürdigen Form aus einem Material, das ich noch nie gesehen habe. Tja, früher hat mein Auszubildender Hugo immer gesagt, dass er mal ein Schmied genauso wie ich werden wollte. Aber jetzt ist er wie besessen von diesen Schlemmsteinen und kommt erst gar nicht zur Arbeit. Verdammt, ich war gerade dabei, ihn in die hohe Kunst der Fertigung des Bergspalters zu einzuweisen. Bergspalter? Ein Kunde, tut mir leid, wir verkaufen nicht. Das Wissen um den Bergspalter wird von einer Generationsschmiede an die nächste weitergegeben. Es gibt eine Waffe mit einer langen, ehrbaren Tradition und nur ausgewählte Schmiede können sie herstellen. Tja, ich wollte meinen Auszubildenden Hugo beibringen, wie man einen anfertigt. Aber der Taugenichts ist so besessen von diesen Schlemmsteinen, dass ich ihn rausgeworfen habe. Der braucht sich hier nicht wieder blicken lassen. Wo hat's Rüstung? Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Ja, das ist der zweite Teil von eigentlich Zelda Breath of the Wild. Das heißt aber Zelda Tears of the Kingdom. Wo sind die Rüstungen? Aha, aha, aha. Ich habe genug Geld, ich brauche nur die Rüstung. Auf der Karte siehst du die Läden. Ah, nice. Okay, super. Wir trotzdem mal hier reingucken. Jetzt nichts. Dankeschön. Da ist er doch. Und ich würde auch gerne mal Pfeile kaufen, und zwar eine Menge. So. Eigentlich reicht ja nur ein Part. Ich brauche ja eigentlich immer nur oben. Deswegen hole ich mir jetzt das. Ja, 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 ja. Anti-Rüstung. Ja, gib her. Brandschutz. Yeah. Yeet, yeet, yeet. So, jetzt kann mir nichts mehr... Oh Gott, die sind alle so verfressen. So, wo hat's denn eigentlich noch irgendwelche Dinge? Müssen wir erstmal zu dem da hoch. Dann let's go, meine Freunde.
Nun findest du das Game, bin absolut verliebt und hol mir tatsächlich auch das Game für die Switch. Ich find's mega geil. Ich habe ja schon am Anfang gemeint, ich war anfangs ein bisschen eingeschüchtert, weil ich das Tutorial extrem schwer fand, beziehungsweise war ich sehr überfordert mit den ganzen anfänglichen Sachen, die man machen konnte. Du warst auf einer Insel, wo du jederzeit runterfallen konntest, sodass keinen festen Boden unter den Füßen. Und ich dachte mir, ja, es ist wirklich ein hartes Zeug, diese Schlemmsteine. Ich dachte mir so, oh je, wenn das ganze Game jetzt nur noch Rätselraten ist, um Himmels Willen, ist es zum Glück nicht. Also die Tempel ja, aber das war immer schon so. Und aus den Tempeln lernt man tatsächlich auch sehr wichtige Dinge fürs Game. Und deswegen finde ich, das ist wieder so eine coole Balance. Ich habe mir auch letztens ein Video angeschaut dazu, wie die Entwickler es geschafft haben, dass Zelda eines der besten Open-World-Games ist. Ähnlich wie bei The Witcher. Sie haben quasi die Laufwege der Spieler analysiert, damit die Spieler nicht nur von Turm zu Turm laufen, sondern wirklich zwischen den Turmen so viele tolle Dinge entdecken können, dass das Ganze einfach mega spannend ist für den Spieler. Und vor allem auch diese Berge. Ich merke richtig, dadurch, dass das Spiel so viele Berge hat, das wird auch in dem Video so erläutert, du möchtest einfach gucken, was ist über dem Berg? Was ist über dem Berg? Was ist da? Noch der Berg, noch der Berg, noch der Berg. So wie ich jetzt gerade. Was ist da hinten? Wie komme ich da hoch? Dass du überall hochklettern kannst. Überall entdeckst du was. Überall ist was. Also, das haben sie schon genial gemacht einfach. Das Spiel ist einfach genial durchdacht. Es gibt immer was. Dann siehst du auf einmal einen dreiköpfigen Drachen. Hier fliegt schon wieder irgendein Drache und da siehst du schon wieder was. Also, du hast dann immer so einen Blick und, oh, da hinten, die Quelle ist auch spannend. Und da hinten ist Rauch. Was ist da? So, du willst es einfach wissen. Das haben die so gut gelöst. Wirklich cool. Die Grundfähigkeit ist die beste, da bin ich gespannt. Das sieht doch voll aus wie Ninja Turtles hier. Finde ich. Da ist der Höhleneingang. Juno baut Zentrale. Was hat er denn eigentlich gemacht? Hey Brudi, du passt hier halt einfach gar nicht rein. Oh, und du bist ein neuer Teilzeitarbeiter, so ist es. Ah, wir sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Die jungen Geronen sind besessen von Schlemmsteinen und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisungen direkt von Junoboss kommen. Falls du Junoboss suchst, der müsste sich im Junobaudepot vor dem Hauptbüro und dem Schlemmsteingeschäft kümmern. Okay, super. Dann, bis gleich. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier in die Höhle. Die Musik. Den Helm. Alle fragen, wo ich den Helm habe. Ich war unten in der Unterwelt und habe den hier bei den Gerudo gefunden. Das war, glaube ich, hier. Das war zwischen irgendwelchen Ruinen. Da stand dann Gerudo-Ruine und da war der in der Mitte gestanden. Untergrund Gerudo-Ruine war das. Hier war das, glaube ich. Nee. Irgendwo unten. Ich glaube, bei den Gerudo. 100 pro. Oh, der Hylianer von eben, der kennt Junoboss. Junoboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine und niemand darf rein. Aber ich mag diese Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine gerade schuld, dass alle in der Stadt sich so komisch benehmen. Ganz genau, und die komische Maske, die Junoboss jetzt trägt, hat er auch von der Hylianerin. Ah, die macht ihn bestimmt zu irgendwas. Aber das ist bestimmt nicht Zelda, das denkt man jetzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es ist. Junoboss war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich das auch geändert. Du sag mal, du bist doch ein Freund von Junoboss. Die Junobau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht alles nur noch schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Junoboss, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Ich werde es versuchen. Tokachin, hast du das gehört? Ja, dann wird Junoboss wieder nett, so wie vorher. Dann mal rein mit dir. Oh, easy. Ich dachte schon, wir müssen jetzt mit irgendwas erpressen, damit wir rein dürfen. Hello? It's me. Ist sie tatsächlich? Hör endlich auf, Junoboss. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Junoboss wirst. Ihr meint ich. Oh oh.
Prinzessin Zelda hat recht, Schlemmsteine machen alle Geronnen glücklich! So wie Zucker. Oh Gott, Bro, what are you doing? Stop it. I got some ice Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Wie dumm will man sein? Wie kann man... Ich wusste ja nicht, dass ich jetzt kämpfen muss. Rudi, lass mich. Mach keinen Scheiß jetzt. Oh. Ah, jetzt. Oh, macht aber ganz schön viel Schaden. Nehmen wir nochmal unsere richtige Kelle. Oh, okay, I see. Gut, 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 gut. Okay, ich dachte mir schon, warum ist der so ein Schwein? Okay, mach das nochmal. Komm, 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 Rudi. Yay. Und die Maske bricht. Knack. Geil. Okay, weg hier. Komm doch her! Los, hol mein zartes Fleisch. Oh, ist abgebrochen. Es war zu heiß. Egal, jetzt kriegt's richtig einen über den Schädel. Mit meinem wunderbaren... Oh, jetzt. Let's go. Und bam! Wirkt fast so gut wie die Aggression während der Periode. Was war denn mit mir los? Tokachin, Ofrak, was ist passiert? Ich habe die Maske von Prinzessin Zelda aufgesetzt und dann... Mann, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich muss unbedingt Prinzessin Zelda fragen, was es damit auf sich hat. Oh ja, wo ist die Prinzessin? Kann doch nicht sein, dass sie böse ist. Da, Prinzessin Zelda. Aber da manipuliert sie ja die Gegenwart, um die Zukunft doch zu ändern. Ach, ich glaube, ich check's. Ich glaube, ich check's. Ich glaube, dass Ganondorf gecheckt hat, dass Zelda in der Vergangenheit uns helfen will. Und jetzt geht er in die Gegenwart, um Dinge umzudrehen, damit sich die Zukunft, die Gegenwart, zu seinem Gunsten wieder zurückverändert. Wisst ihr, was ich meine? Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Nö, meine Lampe leuchtet noch. Moment, was ist das? Ich habe da doch was gehört, oder nicht? Egal, Prinzessin Zelda ist vor der Höhle, ihr Kiesel. Ah, die Hyliana mit den blonden Haaren war Prinzessin Zelda? Ich muss sie unbedingt fragen, was es mit der komischen Maske auf sich hat. Und wegen den Schlemmsteinen vielleicht auch, jedenfalls... Los, nichts wie raus hier und lass uns nach hier suchen. Die roten Felsen kriegt man nur mit einem Rollangriff kaputt. Aber wenn ich mich selbst so durch die Gegend katapultiere, sehe ich doch gar nicht genau, wo ich hinrase. Link, hilf mir und zeig du mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du ziehst, ich donnere los. Geil. Now we're talking. Okay, Brudi. Wie geht es? Los geht's. Angriff. Geilo. Warum kommen wir nicht mehr raus? Okay, hier geht's schon mal nicht raus. Jetzt komm ich. Auch nicht. Hey. Jetzt kommen wir wieder raus. Schnell, wir müssen Zelda folgen. Yeah, kleinen Kackhaufen. Cute. Prinzessin Zelda. Ach, ich kann sie nicht sehen. Hä? Jetzt ist sie da ganz oben, ne? Was kommt da für ein roter Nebel aus dem Todesberg? Hast du es vergessen, Junoboss? Du hast uns doch gesagt, dass der rote Nebel gefährlich ist und wir wegbleiben sollen. Das war, als Schloss Hyrule plötzlich abgehoben hat und das mit dem Kataklysmus passiert ist. Hier hat die Erde auch mächtig gebebt. Du hast gedacht, dass der Todesberg wieder ausbricht und wolltest nachsehen. Genau, und als du vom Todesberg zurückgekommen bist, warst du ein Arschloch. Oh, ich erinnere mich. Ja, ich habe Prinzessin Zelda am Krater des Todesbergs gesehen. Sie hat mit mir geredet und mir die Maske gegeben. Wohnt Prinzessin Zelda etwa im Todesberg? Naja, hier ist sie jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir zum Todesberg gehen. Tokachin, Ofrak, ich werde Prinzessin Zelda suchen gehen. Ihr könnt nicht mitkommen, aber ich werde sie fragen, wie alle so wie hier früher werden können.
Bitte vertraut mir und wartet in Geronia auf uns. Link, komm bitte zum Todesberg und Prinzessin Zelda. Komm bitte mit. Vielleicht will ich ja gar nicht. Fragt mich mal irgendwann, was ich will. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal da nach hinten. Zu diesem Tempel, zu dem ich jetzt nicht komme. Den ich mir jetzt aber einfach hier abspeichere, damit ich den später einfach im Blick habe. So, Karte, wo ist denn das hier? So, da. Bang. Okay, dann lass uns da mal hingehen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich habe hier ja einen Turm aktiviert. Ich kann da hinfliegen. Ich weiß aber nicht, ob du dann mitkommst. Ich bezweifle es fast. Ich muss den Weg gehen, Mann. Oh. Was ist das Material auf dem Schwert? Das sieht spannend aus, gell? Findest du auch? Das leuchtet, gell? Süß, wie sie fragen. Ich habe tatsächlich so ein riesen Steinmonster gekillt. Deswegen ist das so fancy. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Das war das Herz. Es ist das Herz von dem Steinmonster. Jetzt komm ich! Es macht voll Spaß. Lass uns da reingehen. Was gibt's da drin? Entdeckt. Osthöhle. Da fliegen schon wieder so dumme Steinchen rum. Oh, verdammt, meine Waffe. Ah, stimmt, da war ja was. Verdammt, die brennen jetzt ja alle. Problem ist, ich habe keinen Pfeil und Bogen. Kann ich mir die nicht irgendwie auch craften? Oh, verdammt, wie viel Schaden machen die denn? Komm runter, du Sack. Ich habe halt leider kein Pfeil. Kann ich mir die nicht irgendwie craften? Aber Holzpfeile verbrennen doch sowieso, oder? War da nicht irgendwas? Ich würde sagen, ich gehe... Oh. Holy. Ja, ich glaube, wir gehen da später rein. Mit seiner Fähigkeit, glaubst du? Nee, mach doch nicht. Leider. Nee. Ah, mit dem roten Stein abwerfen. Oh, jetzt bin ich tot wegen diesen Vollidioten. Das gibt's ja nicht. Oh, wie gerne würde ich die jetzt einfach nur so fertig machen. Aber ich habe leider keine... Mir gehen immer die Pfeile aus. Das ist echt nervig. Kann ich mir die nicht craften? War das nicht so? Und kann ich nicht jetzt einfach zu dem anderen schalten? Zu dem Vogel? Der ist doch hier viel... Lass es jetzt mal offen. Aber ich hätte halt gern Pfeile. Müssen wir jetzt dem Pfad folgen? Wahrscheinlich schon, oder? Kann der auch nicht in die Gegner reinrennen? Ah, doch, kann er. Geil. Ah, okay, geht doch. Hilfe. Wo ist er denn? Ah, da. Ich hätte gern deinen Steinhammer. Yes! Nice, Rü, nochmal. Ja, ach so, der hilft auch. Ach, das ist ja crazy. Die helfen ja alle mit. Das ist ja übel nice. Das ist ja übel cool. Das ist ja nice. Hilf mal. Oh, Edelwild. Oh mein Gott. Finally. Geil, das ist ja übel nice. Boah, endlich.
Okay, cool gemacht. So, weg mit dir jetzt. Geh nicht auf die Nüsse jetzt. Cool. Wo kam das Fleisch her? Egal. So, bitte einmal da vorne reinfahren. In den rein, ja. Let's go. Oh, das ist übel, ey. Der Arme. Es hat richtig wehgetan, oder? Nochmal. Nochmal, er hat sich gecheckt. Jeet. Und der da, ich will zu meinem Freund. Oh, das ist bitter. Das ist ganz arg bitter. Oh, 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 oh. Soll ich mal ein Steak gönnen? Was sind die ganzen Steaks? Hab doch so viele eingesammelt. Rotes Gelee. Rudi, ich will einfach nur wissen, wo dein Homie ist, aber ich kann dich da höchstwahrscheinlich nicht hinbringen, was viel zu weit weg ist. Yo, vergiss es. Da muss ich jetzt irgendwas bauen. Das mache ich dann später, wenn ich allein bin. Meine Community nicht zuschaut, wenn ich dran denke. Ja, so, nein, verlass mich nicht. Ich brauche wieder ein bisschen Essen. Ein Dinger, die muss ich einfach nur abknallen für Money. Okay, I think we need a Lore. Aber wie soll die Lore funktionieren? Dazu brauche ich ja irgendwas. Ich habe auch noch selber Propeller, die ich eigentlich verwenden könnte. Und dann müssen wir da hoch. Oder müssen wir einfach den Weg folgen? Nee, wir müssen da hoch. So. Das ist eine sehr gute Frage. Einen großen Ventilator, oder? Glaube ich. Also ich habe da einige Sachen noch. Ich habe nur noch einen. Soll ich es tun? Weiß halt nicht, was jetzt eigentlich gewesen wäre. Also man kann es bestimmt auch anders lösen. Aber dann let's go. Kommt der überhaupt mit, der Typ? Ciao. Na super. Halt, warte, erstmal ausstellen. Dann muss ich das erstmal richtig hinstellen. So, jetzt. Kommt der nicht mit? See you. Ah doch, die kommen mit. Oh ja. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Ich glaube, das schaffen wir nicht, ne? Ich glaube, das ist zu schwach. Oh Gott. Nein. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, gell? Ah, ich glaube schon. Passt schon. Passt, passt, passt. Aber ich kann es jetzt ja auch nicht mehr abmachen, gell? Yeah, we did it. We did it. Look at diese... Halt, du bleibst bitte schön mal hier, mein Freund. So. Vielleicht brauchen wir die noch. So. Okay, Kollege, was geht hier? Loren und Schlemmsteine. Man kann beide nicht aufhalten. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich Motter in letzter Zeit gar nicht mehr gesehen. Er sollte eigentlich in der Mine arbeiten, aber ich sehe ihn nicht mehr in der Mittagspause. Andererseits werde ich mich nicht beschweren, wenn mir einige weniger Schlemmsteine weggefressen werden. Super Sache, ey. Sympathisch. Okay, geht die Party ja richtig ab. Westbaustelle. Ich glaube, wir müssen da rein. Kombiniere das Schild mit der Lore. Kannst du auf Schienen fahren? Echt? Wenn du die Lore an dein Schild machst, kannst du skaten. What? Wie geil. Also hier haben wir auf jeden Fall nochmal eins. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall weitergehen. Das ist ja lustig. Probieren wir das doch mal. Also, was muss ich machen? Mein Schild holen? Mit Schild. Und jetzt?
Wie mache ich das jetzt? Ich muss doch irgendwas drücken. Wie war denn nochmal die Tastenkombination? Dein Lore-Schild zerbricht gleich. Schild, dann springen, dann blocken. Also Schild, dann springen, dann blocken. Wie block ich nochmal? Jetzt Schild und Surf auf Gleis. Das ist ja witzig. Wie block ich nochmal? Ach, geil. Das ist ja geil. Oh. Ey, Leute! Das ist Betrug. Yes. Oh Gott. Ist da jemand? Wie gruselig sieht denn der aus? Ach, und ich dachte, dass Hilfe naht. Und dann ist es ein Hylianer. Tja, die Schienen sind zerbrochen und ich sitze hier fest. Aber den anderen Arbeitern fällt das nicht mehr auf. Auf niemand kann sich auf mich verlassen, wenn das so weitergeht. Also, wenn das so weitergeht, dann kann ich gar keine Schlimmscheine kaufen gehen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Nicht möchte. Hör mal, kannst du mir helfen? Lass mich auf der Lore nach draußen fahren. Das ist auch ganz einfach. Ich setze mich in die Lore, du schickst sie mit viel Schwung los und schon bin ich draußen. Oh, aber einem Hyana fehlt wohl die Kraft. Hm. Okay. Aber wir haben ja unseren Homie dabei. So sollte das also gehen. Eigentlich. So. Steig ein. Ich glaube, ich muss es mit der Wucht von ihm hier machen. Ciao, Kollege. Oh Gott, ich hoffe, du überlebst es. Oh Gott, er hat es überlebt. Gut. Gut, 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 gut. So, du kannst es jetzt mal bitte hier aufmachen. Mein Hinox-Hammer ist zerbrochen. Wie denn? Warum? Oh je, Leute, jetzt... Ach so, da hätte ich es auch machen können. Oh oh. Blutmond! Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Dann hat Gnu ihre Periode und der Untergang der Menschheit ist gewiss. Verstecket euch eine Woche in euren Häusern und kommet nicht mehr nach draußen. Andernfalls werdet ihr einen grausigen Tod erleiden. Genau. Das ist bei mir auch immer so. Da fängt der Boden an zu leuchten. Da weiß mein Partner immer, jetzt muss er rennen. Jetzt geht's los. Verdammt. Wir werden alle sterben. Hm, jetzt habe ich ja das Problem, dass ich nicht mehr rüberkomme. Theoretisch. Vielleicht doch mit meinem Homie, dem Vogel. Ah! oh. Sehr schön. Geht auch so. All good. All Güte. Brauche ich ganz viel. Ich war so viel in der Unterwelt. Der ist so gruselig einfach. Endlich draußen. Ich bin entkommen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, wie dürr du aussiehst. Wie wäre es mit einem Schlemmstein als Belohnung? Lieber doch nicht. Schlemmsteine sind eine seltene Delikatesse. Daher kann ich mich unmöglich von ihnen trennen. Stattdessen gebe ich dir dieses Ding, das ich hinten in der Höhle gefunden habe. Große Sonaus-Energiesphäre. Hier gibt es gar keine Schlemmsteine, nur komische Fahrzeuge. Ich werde mit Yonoboss reden, damit er mich woanders arbeiten lässt. Okay. Tschüss. Zurückgelassen. Geschafft. Okay, kann man sich krasse Gefährte irgendwie bauen? Sehe ich gerade. Da müssen wir erstmal hier hinten unseren Homie ranlassen. Hier wahrscheinlich auch nochmal. Wo ist er denn? Mit den Loren nach oben.
da auch eine Höhle? Nö, das ist einfach gar nichts. Einfach diese Steine, die ich nicht mehr einsammeln kann, obwohl sie so einladend aussehen. Das ist richtig belastend. So, komm mal her. Auf geht's! So. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen uns jetzt eine Turbolore. Eine Turbo-Hannelore. Da hinten auch noch was? Da hat sie auch Räder. Crazy. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier, ne? Jetzt brauchen wir erstmal das hier. Oder ist es so besser, so ein Turborad zu nehmen hier? Brauche ich bestimmt auch noch. Oder? Die Frage aber, wie verbinde ich die Dinger? Ich mache jetzt erstmal das hier. So. Ach, den macht er immer nur mittig. Oh, das ist doof. Ich glaube, das reicht dann gar nicht. Hinten hat es da noch eins. Ach so, reicht da eins? Bin mir da nicht so sicher, Leute. Oder kann man das hier auch noch zusätzlich dran verbinden? Ja, das bringt ja nichts. Bringen zwei hintereinander was oder nicht? Ja, es wird schon so gehen. Okay. Nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Tschüss. Okay, let's go. Probieren es mal. Wuhu! Let's go! Ach nice, der ist sogar hier. Ah, okay, verstehe. Wir müssen hier sogar Dinge zerstören. Oh, was war denn das? Oh, das ist das. That's not so good, ne? Oh. 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 Aber es erfüllt seinen Dienst. Aber nicht gut. Aber nicht gut. Ist unfassbar schlecht sogar. Oh, was für konzentrier dich. Die bringen mich um. Okay, wir müssen nur da hoch. Alles andere ist... Oh Gott, das ist schrecklich. Wir schaffen es gar nicht von der Zelle her. Aber ich habe doch mehr Batterien. Oh oh. Kann ich nicht eine Batterie nachladen? Ich habe doch so viele. Geht es? Ja, geht. Super. Dann ist kein Problem. Ich habe ja genug. Machen wir nächstes Mal besser, I promise. So, du kannst jetzt hier noch... Ich habe so einen Platten und fahre trotzdem. My life be like. Oh. Oh. Oh Gott, Hilfe. Homie, ich brauche dich jetzt. Hilf mir, Homie, hilf mir, hilf mir, baller die alle runter, los, schnell jetzt, ja! Geil. Weg damit. So, das kann auch weg. Und voll... Nein, voll in your face. Ja, sehr gut. Uiuiuiui. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh, jetzt ist die Lore weg. Jetzt ist die Hannelore weg. Okay, Homie, komm mal her. Okay, brauchen eine nächste Hannelore. Jetzt komm ich. Nice. Nice, 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 nice. Nice, nice. Hier, das kannst du auch mal kaputt machen. Danke. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Mann, keine Pfeile. Ich brauche doch Pfeile. Kann ich nicht eigentlich... Nee, wir machen es jetzt neu. Reicht da wirklich eine Lore mit einem Ventilator, Leute? Ich hätte gerne Schild. Kann es das nicht Synthesen mit irgendwas, was ich habe als Waffe? Oh, geil. Okay. So, dann. Ja, ich brauche die andere Lore nicht. Oder vielleicht doch.
Weil die Batterie... Überträgt sich die Batterie jetzt auch auf das? Oder nehme ich dann eine neue? Weiß es jemand? Das wäre tatsächlich gut zu wissen. Oder kann ich die hier einfach nehmen? Versucht jetzt trotzdem mal hintereinander zu schnallen. Einfach in der Hoffnung, dass sie dann doppelt wirken. Oh, es ist die andere Lore weg. Okay, aber ich habe ja die genommen. Brauchen wir ein bisschen Heilung. So, let's go. Uhu, let's get ready to rumble. Nice. Oh, ich kann die Batterien vergrößern. So, Schnauze. Boah, ich freue mich schon auf den Endboss-Kampf. Ich glaube, das wird richtig nice. Oh, i. Ja, reicht jetzt auch mal. Ich muss gleich niesen. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh nein, oh Gott, ich habe fast rausgefallen. Oh, was ist los? Oh, schat. Komm, schnell. Schnell, oh Gott. Und let's go. Ah, trifft mich nicht. Uiuiuiui. Das wird nochmal Stress. Du kannst Batterie vergrößern, indem du mehr Sonar-Energie zu dir nimmst. What? Okay. Das müssen wir gleich mal testen. Okay, danke schön. Wir sind da. Yes. Geil. Es macht Spaß. Man kann jetzt auch eine größere Lore nehmen. Die wir wahrscheinlich auch gleich brauchen werden. Ah, Link hier drüben. Okay, muss ich da jetzt schon rein? Ich habe noch nicht mal was zu essen. Ich bin so schlecht prepared. Oh, du musst mehr Batterie fressen. Genau hier habe ich sie gesehen, oder? Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Und naja, dann gab sie mir eine Maske, die ich tragen sollte und... Und danach... Also habe ich sie gefragt, warum trägst du eine Maske? Dann hat sie gesagt, warum liegt hier so Stroh? So Schotter. Sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Das ist auch besser so. Rudi. Ist ja nur Pro Ganon. Die Prinzessin, da ist sie ja! Zelda, hey, hör doch mal bitte! Da oben ist es viel zu gefährlich! Wieso kommst du nicht? Oh oh. Nix gut. Oh Gott! Ausgeburt des Todesbergkraters Livazia! Wir sind am A. Hä, was ist denn das für den Krater gekommen? Sie sind das Monster aus rotem Stein und auch noch gleich auf einmal drei Jahren. Sie schauen uns an. Nein, Moment. Das ist ein Monster mit drei Köpfen. Wo kommt das denn auf einmal her? Warum sagt mir keiner, dass im Todesberg so ein Vieh lauert? Oh, die lachen sogar. Wenn dieses Monster nicht schnell besiegt wird, ist Zelda in Gefahr. Aber von hier oben komme ich mit meinem Rollangriff nicht dran. Was machen wir denn da jetzt am besten? Ja, Link, ich habe keine Peile, aber die tun uns ja auch nichts, oder? Die chillen da oben ja einfach. Das habe ich schon öfter gehört. Die chillen doch einfach nur, oder? Machen die irgendwas Böses? Renne ich, wenn ich hier rangehe? Ja, Brandgefahr. Okay, das heißt, da können wir nicht weiterarbeiten. Ah, okay. Muss ich vielleicht mit diesem dummen Ding da jetzt... Oh nein, bitte nicht. Ich will nicht. What is... Oh Gott, ich kann es fliehen? Really? Ah, halt, nehme ich mit. Steuern? Oh. Oh, oh. Oh.
Oh Gott, was passiert hier? Um Gottes Willen, was? Ich bin noch gar nicht ready. Aber ist geil. Okay, jetzt geht's aber richtig aufs Maul hier. Ist voll schwer zu lenken. Jetzt geht's aufs Maul. Oh Gott. Da kommt was. Ja, ja, ich hab's gesehen. Alles gut. Er greift an. Ja, ja, alles gut. Entspann dich, Kollege. Shit. Oh, es hat getroffen. Was eine Hitbox. Oh, Brody. Brody, ich brauch dich jetzt. Brody, um Gottes Willen. Brody, komm zurück. Oh Gott. Das ist nicht gut. Oh Gott. Aber das Ding funktioniert noch. Das ist sehr beeindruckend. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Oh. Oh, verdammt. Aua. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh mein Gott, es lief so gut. Was hilft mir denn an Essen? Kann ich das essen? Ich muss unbedingt kochen, Leute, das geht so nicht. So, erstmal die Pilzvergiftung holen. Ich glaube, das schaffe ich nicht hier, oder? Nee, verdammt. Der Sack auch wieder Steine, ne? Oh Gott, das ist so scheiße hier. Ich will doch einfach nur raus hier, Mann! Ich brenne ja auch. Shit, wir sind am Arsch. Ja, ja, ja. Oh Gott. Heile bringen doch gar nichts gegen den. Du verdammtes Scheißding. Jetzt mach endlich, was ich will. Wir sterben hier elendig. Ich glaube, ich muss es nochmal machen. Ich glaube, das wird so nichts mehr. So, jetzt aber. Ach, was ist doch los, Mann? Oh mein Gott, das ist scheiße. So, jetzt aber, let's go. Los, jetzt machen wir den fertig, den Sack. Ja, jetzt hoch, 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 hoch. So, jetzt geht's so richtig aufs Maul. So, jetzt esse ich nochmal kurz ganz viel fliegende Pilze. Noch ein bisschen scharf, damit ich so ein bisschen Aggression habe, weil es wehtut. Oh Gott, Hilfe. So leicht ist es dann doch nicht. Oh nein, du hast dich getroffen. Du hast versagt. Oh Gott, nein. Nein, 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 alles gut. Ich flieg noch. So, jetzt aber. Komm. Ja. Puh. Die Eisfrucht wäre gegangen. Ach so. Geiles Gefährt, übrigens. Das behalte ich jetzt. Wie so ein Segway in der Luft. Hey, wo ist es? Wir haben es geschafft. Was war das nur für ein Monster? Ich glaube, davon gibt es doch ganz viele da drin. Ich dachte, Prinzessin Zelda wäre hier irgendwo verschwunden. Wenn, da liegt sie unter den Trümmern. Warte, sie ist in das Loch da reingefallen. Das wäre echt übel. Wir müssen hinterher. Ohne mich. Prinzessin Zelda, halte durch, ich komme. Warum magst du die so? Die hat dich einfach nur fertig machen wollen. Ohne Löschechse, verdammt. Yeah. Oh Gott, nein. Das wäre sehr erbärmlich geworden. Ihr wisst warum. Yeah. Entdeckt. Abgrund am Todesberg. It's getting hard in here. So take off all your clothes. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Gott, wir sind im Untergrund, ne? Ich liebe die Musik so richtig gruselig und düster. Ich glaube, wir müssen uns leider da in der Mitte treffen. Ich hätte halt jetzt eigentlich das gerne hell gemacht. Aber ich versuche mal jetzt hier rüber zu kommen. Ich glaube nämlich, dass wir... Ah, nee, da hinten, ne? Verdammt. Brudi, ich war wieder zu gierig. Gieriges Gnu, böse. Ganz, ganz gieriges Gnu. Aber es war gut, dass ich gierig war. Ich will nämlich das hier aktivieren, dann ist hier nämlich mal hell.
Da haben wir nämlich Licht. Und dann sehe ich endlich mal alles. Okay, interessant, dass wir runter müssen. Wo ist er jetzt? Er ist da drüben. Okay, da kommen wir auch hin. Kein Problem, Leute. Genau, ich habe mal einfach Vulkan verprügelt. Oh, ich liebe diese Musik so. Ding, 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 ding. So. Bitte hell machen, so richtig hell. Ja, obwohl, schon erbärmlich. Nicht das, was ich wollte. Fehler. So hell ist es dann doch nicht. Ah, es geht. Oh, so hell, dass ich da hinten einen Stein laufen sehe. Und ganz viele dumme Steinmonster. Da hinten ist auch noch eins. Wahrscheinlich hätte ich da hin müssen. Aber wir können auch hier lang latschen, ist egal. Ist egal. Und die Statue da hinten sollte ich eigentlich fotografieren. Das ist nämlich eigentlich eine Aufgabe. Vielleicht kann ich die ja mit ranzoomen. Zählt, glaube ich, nicht. Schade. Schade. Ja, der ist da hinten auf der Pflanze. Egal, gehen wir halt so hin. Wo sind meine Leuchtis? I need my Leuchtis. So. Bam! Oh nein. Okay, gut zu wissen, dann sieht man nämlich mehr. Hä, was ist denn das? Ach, das sind diese ekligen Dinger da. Die offen. Ich glaube, dass ich mich dann schon trauen kann, rüber zu fliegen, oder? Oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob ich da dann rüberkomme. Das sind ja mehrere sogar. Okay. Ich liebe das Geräusch, wenn man die einsammelt. Ich hasse es, das Geräusch, wenn die einen entdecken. Also ich probiere es jetzt mal, ob ich darüber komme. Ciao. Diese Statue muss ich unbedingt fotografieren. Ich weiß auch noch nicht, wofür die Leuchtdinger sind. Weiß es jemand von euch? Ich glaube, das zählt nur, wenn die hell sind. Was ist denn, wenn ich dem jetzt theoretisch so ein Ding hinballer? Zählt's dann, weil er hell ist? Eigentlich ja schon. Nee, zählt nicht. Gemein. Aber ich komme ja gar nicht rüber. Verdammt. Verdammt. Ich komme nicht rüber. Was tue ich jetzt? Ich komme da nicht rüber. Vielleicht muss ich von dem aus. Oh Gott. Bitte lass mich an dir. Oh Gott. Oh ja. Gut, Glück gehabt. Okay, dann schaffe ich's. Okay. Da ist nämlich die Wurzel oben. Die Wurzel des Problems ist da oben. Okay, gibt eigentlich Möglichkeiten, sich da oben eigentlich festzuhalten. Okay, hilf mir. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. My life be like. Doch, sollte. Ich freue mich auch schon bald, diesen Zelda zu spielen. Ich auch. Ja, die Wurzeln sind Teleportpunkte und sie machen die Gegend hell. Das sehr gut ist. Genau, die blauen Irrlichter. Wofür sind die denn? Ich muss auch sagen, bis jetzt bin ich sehr dankbar, dass die Felsen mittlerweile so gebaut sind, dass man irgendwie doch Möglichkeiten hat, hochzukommen. Das war in den alten Parts so nervig, dass mir teilweise von ganz weit oben runtergejietet. Das war nervig. Wo war jetzt hier was? I need light. War das hier oben? Ja. Muss ich nicht diese Dinger hier abfotografieren? Not sure, aber eigentlich sollte ich das tun. So. Gut, dass wir unsere Rüstung jetzt endlich haben.
Aber wundert mich, dass der Tempel jetzt hier unten ist. Aber ich finde es interessant und spannend. Ah, hier ist sie. Ja, da ist er ja auch. Voll die falsche Weg abgebogen, aber egal, wir müssen ja eh alles erhellen. Passt, passt. Iomotis-Wurzel. Eine Dunkelrüstung in Robelo. Die Wurzel des Lichtes erhellt alles. Yeah. So, jetzt müsste ich diese Statuen hier auch abfotografieren können. Genau die. So. Hier lang. Wo lang? Ach, da rein. Wer hätte das gedacht, dass es unter dem Todesberg so aussieht? All die roten Felsen. Was soll Prinzessin Zelda denn inmitten all dieser Schlemmsteine zu suchen haben, hm? Hm, gute Frage. Nanu? Oh, da müssen wir hin. Okay. Ist wie auch bei den Orni. Das ist jetzt der, den wir von Breath of the Wild kennen. Ich hätte Angst an deiner Stelle. Da, schon wieder. Hast du die Stimme auch gehört, Link? Irgendwer ruft mich zu sich. So klang es. Mal überlegen. Ja, es muss von dort irgendwo gekommen sein. Sieht sehr einladend aus. Vielleicht hat die mysteriöse Stimme ja irgendwie mit Prinzessin Zelda zu tun. Los, lass uns schnell zu Zelda gehen. I'm not sure about this. Erstmal machst du mir bitte diese ganzen Dinger hier kaputt, einfach weil es Spaß macht. Yes. Yes, macht es Spaß. Komm her. Jetzt komm ich. Jiete da mal rein. Einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Du hast bei einer Werbung mitgemacht? Ja. Wird die gerade schon ausgestrahlt? Ist ja lustig. Das war sehr, sehr lustig, das Erlebnis. Nein, ich spiele auf der neuesten Switch. Also eigentlich kann das nicht sein. Ich habe die weiße hier. Sogar mit Switch-Controller. Wie muss ich jetzt... Oh, da ist wieder so eine komische Batterie-Dingens. Die muss man irgendwie activaten. Also irgendwie wird die einen angezeigt. Also, ja, guck, jetzt wird die mir angezeigt. Okay, ich glaube, wir müssen hier hoch. Die Steuerung... Ja, es ist schon... Ich fand es schon irgendwie ein bisschen viel da nach einer Weile. Ich glaube, ich muss da hoch. Dann von dort aus rüberfliegen. Oder von da aus. Den macht es schon, Jungs. Ah, okay, ich muss da rüberfahren. Oder da hochfahren. Hey. So. Überleg gerade. Ich kann aber auch hochgehen. Oh ja, Revalis-Sturm. Fühle. Nee, das ist nicht korrekt so. Ich muss mir angewöhnen, dass ich das schneller drücke. So. Okay, jetzt fehlt uns noch ein Rad. Oh, ich liebe die Irrlichter so. So ein süßes Geräusch. Ich weiß halt nicht, wo das letzte Rad ist. Dreh ich am Rad oder was? War das hier? Nee. Was muss denn da rein? Muss da eine Ding rein? Sowas? Nee, oder? Ja.
Nee. Aber kann ich die jetzt nicht mehr rück... Ach, ich kann die jetzt gar nicht mehr zurücknehmen, oder? Oh, wie dumm. Oh, es ist dumm. Scheiße. Egal. Wo ist das nächste Rad? Sonst fahre ich da jetzt einfach hoch. Jetzt komme ich! Oh, ich kann auch einfach hoch. Ah, okay, dann machen wir es so. Muss es nicht so umständlich machen. Schon wieder keine Pfeile, ich hasse es. Erinnert mich dran, auf meiner nächsten dicken Road einfach mal ein paar Pfeile mitzunehmen. Ist ja furchtbar. Wir müssen Items rein, okay. Ja, ich aktiviere jetzt eh mal alle, dass man weiß, wo die sind. Was für Items? Einfach nur diese Dinger. Und was kriegt man dann dafür? Da kann ich mir dann die Sachen craften, wie ich sie will, oder wie? Also dann kann ich sagen, ich möchte Bombe, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Was bringen die Irrlichterchen? Diese irren Irrlichterchen. Jetzt wird es mir zu dunkel. I don't like diese. Ich ignoriere jetzt auch mal alles weg, was sich hier gerade irgendwie so neben mir befindet. Denn ich kämpfe gegen nichts, was ich nicht sehe. Denk an den Anfang vom Spiel, hast du da auch benutzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war einfach too much für mein Hirn. Also spätestens, wenn man jetzt nicht unten war, muss man jetzt nach unten gehen und sich dem stellen. Aber ich war ja schon unten. Ich kenne das alles in meine Westentasche. Ich kenne mich aus. Du musst Sonau Sachen reintun. Und je nachdem kriege ich da was Besonderes. So ein Geschenk. Oh, eine Wurzel, eine Wurzel, eine Wurzel. Bei einer Wurzel muss man aufpassen, da rennt man oft so glücklich hin. Und am Ende fliegt man noch irgendwo rein und ist dead. Und man denkt so, oh, endlich eine Wurzel. Ja, ja, ja. Ein Irrlicht, voll süß. Schnell activaten. Ich brauche Licht. Give me light. Find's cool, dass die Begleiter mitkommen. Kann man die auch ausstellen? Ah, dadurch bekomme man Bauteile. Hätte ich wahrscheinlich das letzte Rad bekommen, oder? Lalalala. Oh yeah, now we're talking. Now finally, I can see. I can see. Da müssen wir hin. I can see clearly now. Da müssen wir jetzt hin. Jetzt komm ich. Irgendwie hat es für mich hier unten so Subnautica-Vibes, dieser Untergrund. Deswegen befinde ich mich da irgendwie gerne. Sehr schön. Nice, nice, nice. Ist es heiß? Kann man da rein? Ich glaube, das ist sehr heiß, oder? Ich kann rein. Geil. Schön heiße Quellen. Ja. Mein Streamplan ist nicht aktuell. Nee, weil ich habe morgen eine OP. Und ich weiß nicht, wie es mir danach geht. Ah, okay. Die muss ich jetzt mitnehmen. Die Plätten. Ah. Alles macht nun einen Sinn. Oh, das sind Schweine. Und zwar eine Menge. Homie, homie, homie. Wo ist denn der? Der kommt da nicht hoch, dein Ernst? Komm schon, geh mal nicht auf die Nerven jetzt, gell? Jetzt geh schon mal bitte schlafen.
Ja, ja, voll der grausame Tod, ey. Schrei doch nicht so. Die kann ich doch bestimmt auch reinpacken, oder? Oder schmilzen die? Probiere ich gleich mal. Ja, super schön, dass du es auch mal geschafft hast. Nachdem alles vorbei ist. Dankeschön, Rössler. Vielen, vielen Dank. Ist so lieb. So, jetzt haben wir mal endlich hier eine ganze Menge. Okay, wir gucken mal. Vielleicht geht's ja. Ich weiß es nicht. Nee. Okay, Frage beantwortet. Aber ich glaube, ich brauche von denen bestimmt mehr. Deswegen ich da noch eins mitnehme und es jetzt einfach mal verbinde, damit ich nicht die ganze Zeit hin und her rennen muss. So. Lalalalalala. Mit den Sonau kann ich mehr Batterien bekommen. Ich mache, ehrlich gesagt, mit Sonau relativ wenig. Macht ihr da viel mit? Aua. Also eigentlich... Naja, egal. So eine Metallplatte auf dem Schädel. Ich mache da tatsächlich echt wenig mit, muss ich schon gestehen. Da geht ja auch die Batterie aus, ne? Doppelt und dreifach ist doch nicht immer so gut. Au, au, au. Oh. Verdammt. Kommt her, ihr verbraucht meine Batterie! Oh je, Mini. Okay, eine reicht. Überzeugt, eine reicht. So, muss ich jetzt hin? Einfach nur hier rüber. So, stelle ich dich hier mal kurz hier ab. Lalalalala. Bitte schnell entstehen. Bitte, ich sehe schon, womit wir uns beim Tempel befassen müssen, Leute. Und zwar höchstwahrscheinlich genau mit sowas. Oh, falsch. Genau mit sowas. Ist ja cool, dass man sich da auch so lange Platten machen kann. Witzig. Ich nehme dich trotzdem mal mit. Because I need you. Because I need you in my life. Okay. Und dann lasse ich dich hier eiskalt stehen und hole dich nur wieder, wenn ich dich brauche. So, das sieht aus wie ein Tempel. Could it be, could it be? Feuertempel, die vergessene Stadt. Goropolis. Bam, bam, bam. Eine besondere Rüstung beim Stall. Wo? Jetzt komme ich! Jetzt ist die Kohle! Er zieht's konsequent durch. Hier? Hä? Kam die Stimme, die ich gehört habe, etwa von hier? Oh je, das sagt immer, der findet den Feuertempel am schwierigsten. Oh oh, please help. Hier entlang, Feuertempel EG. Oh Gott, ein bisschen Respekt habe ich ja schon. Oh Gott, die ganzen Loren. Oh Gott, das wird so ein furchtbarer Tempel. Ist es
es okay, ehrfürchtig zu sein und Angst zu haben? Ich glaube schon. Nee, Wüste ist am schwersten. Dachte ich mir schon fast wie letztes Mal. Oh ja, endlich mal. Dankeschön. Was ist das hier? Ach, nochmal Metallwaffen. Für den Fall, dass man kein richtiges Schild hat. Das schmeiße ich jetzt aber mal auf den Boden. Und dann nehme ich mit das. Irgendwas dampft doch hier bei mir. Das ist die, ach so. Jetzt. Was dampft denn hier noch? Dampfe ich? Ach, das war tatsächlich mein Schild. Meine Lore. Meine Handelore. Puh. Das sieht sehr bedrohlich aus. Okay, es erlaubt es mir nicht. Okay. Wo ist denn er? Muss er das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Wo ist denn der Dude eigentlich? Ist er da hinten wieder irgendwo lost gegangen? Eine Hose mit Kälteschutz? Keine Ahnung. Ich kann auch eine andere anziehen, wenn euch das lieber ist. Wo ist denn unser Homie? Warum kommt er denn nicht mit rein? Kollege, hier entlang. Ja, dann komm doch. Oh, wir waren noch gar nicht ready. Ups, deswegen ging es nicht. Was ist das bloß für ein Ding? Und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Hm. Oh, das Zelda. Oh, ich habe schon voll gespoilert. Das Zelda! Ups. Ja. Prinzessin, wartet bitte. Ich muss euch was fragen. Was? Zelda? Oh Mann, Brudi. Ah, befahr mich nicht. Okay, jetzt aber nochmal zusammen. Ich wollte einfach schon mal weitergehen als er. Hä? Direkt da vorne scheint was zu sein. Na, was denn? Eingang. Heißt das so? Ich glaube, wir wissen beide nicht, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ah, Link, hier drüben. Oh, da ist Prinzessin Zelda! Da müssen wir 100 Pro rein. Ich glaube, das wird die Final Countdown Area sein. Das ist gar nicht gut. Prinzessin ist dort hineingeraten. Wir müssen sie schnell retten, aber wie kommen wir in diesen Raum? Naja, würde dieser Effekt hier mir erlauben, dass ich mich auch durch Vertikale reinpacken kann, dann hätten wir kein Problem. So, lass uns das jetzt mal machen. Jetzt geht's. Das war wirklich, weil der nicht da war. Okay, wir müssen die Mäuler öffnen. Letzte Deal. Hast du gesehen, das Tor? Es hat sich gerade bewegt. I know. Bling. Oh, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder was zu melden? Was zu melden? Geliebter Nachfahr. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. Oh Gott, die Karte. Oh Gott. Höre meine Worte.
Diesmal hat man die Stimme deutlich gehört. Von wem kann die nur stammen? Und wer ist wessen Nachfahre? Mir ist das alles schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie man das Tor öffnet. Also scheint es jemand Nettes zu sein. Wenn wir die 5 Schlösser aufkriegen, kommen wir also in diesen Raum, oder? Yes, I think so. Oh mein Gott, die Karte. Wo ist denn die? Oh Gott, 1, 2. Oh Gott, und diese ganzen Wege führen eventuell irgendwo anders hin oder auch nicht. Um Gottes Willen, das ist echt ein Pain Tower. Das ist krass. Ich glaube, der und der Wüsten sind bestimmt die schwierigsten. Glaubt ihr nicht? Okay, so. Wo fängt man hier eigentlich am besten an? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich würde ich gucken, was erstmal auf meiner Ebene ist. Tatsächlich hier. Müssen wir einmal hier lang. Und da gibt es diese ganzen Loren über uns. Hier geht die Tür schon mal nicht auf. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Möglichkeit. Oder kann er vielleicht auch das kaputt machen? Als war der Falsche. Nee, okay, das geht nicht. Man muss ja meistens bei diesen Tempeln umdenken. Da vorne ist schon mal ein Gegner. Das ist gut, da gehen wir jetzt hin. The Gegner shows us the way. So, du darfst jetzt mal voll reinknödeln hier. Der Arme. Weißt du, der macht nur seinen Job so und wir... Der Arme. Okay. So, dann gehen wir hier lang und flap und flap. Ah, okay. Das ist das, was ich meinte. Das müssten wir jetzt auf jeden Fall auch machen. Und dann hat es da auch schon unsere Loren, Leute. Die Hannelores. Okay, die muss ich hier wahrscheinlich aber auch befestigen. Weil sonst komme ich da nicht nüber. Oh, verdammt. Hallo, kannst du das bitte nehmen? Danke. Die Frage, ob ich das überhaupt so machen muss. Eigentlich nicht. Dir noch hier ein. Dankeschön. Da auch noch ein. Dankeschön. Hier auch noch ein. Super. Oh Gott, Hilfe. Okay, reicht. Danke. So. Hier fehlt doch irgendwas, oder? Eine Kurve? Oder muss da so ein Wasserdings ran? Mal gucken, vielleicht muss da so ein Wasserdings ran und da reinpusten. Um Gottes Willen, da kann ich die Schienen ändern? Oh Gott, okay. Das heißt, die geht jetzt in die Richtung. Okay, die Schiene müsste jetzt hier hochgehen, wenn es stimmt. Ja. Oh Gott. Ah, okay. Das heißt, wir müssen gleich da drauf schießen, damit die gerade geht. Uiu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 i. Kann ich mich jetzt gerade... Oh Gott! Das ist intenso. Intenso. Oh, okay. Komm mal her, ich brauch dich. I need you! Der hat Hunger. Können wir den mal füttern mit dir? So, hier. Bitteschön. Oh Mann, das war erbärmlich. Kannst du bitte nochmal kommen? Verdammt. Den will ich doch ganz gerne schon zerstören.
Nee, da muss man warten, bis es offen ist. Komm mal her, Homie. Ja, oh nice. Das macht er sogar von alleine, wie cool. Der haut da einfach rein. Okay, das machst du bitte nochmal. Hau rein. Los, Jungs. Ach, wenn ich jemand anvisiere, dann... Oh, die haben ihn einfach umgebracht. Ohne, dass ich... Nein, die Kiste. Die Kiste, die Kiste. Oh. Okay, nice. Konstruktbogen. Ich hab zu viel. Schmeißen wir doch... Ach, sei nicht egal. Die sind alle gleich. So, eine Feuerfrucht. Ein Feuerfruchti. So, wir brauchen jetzt dich und du ballerst da durch. Bäm! Oh mein Gott, er ist tot. Tut mir so leid, aber Feuer macht dir zum Glück nichts aus. Kann ich ihn nicht nach oben schießen? Nee, vielleicht von hier oben? So eine Schanze? Ah, ich glaube hier, oder? Kann es sein, dass ich den von da oben runter kicken muss? Ja. Oh, okay, tatsächlich. Entschuldigung, ich weiß, es tut weh, aber du musst noch mal. Jetzt aber, komm. Yes, look at this boy. This is my boy. Good boy. Okay, der ist das erste Dingens. Und da musst du bestimmt dich draufhauen auf den Gong. Schau mal, Link. Sieht wie ein Gong aus, aber was genau ist das? Ich zeig's dir, was es ist. Komm mal her. Komm mal her, sei nicht so schüchtern. Ich knödel dich da jetzt mal drauf. Und bang. Das bin auch ich, wenn ich in eine Disco gehe und einfach merke, dass es zu laut für meine Öhrchen ist. Ich hasse das. Link, ist dies das erste Schloss? Jetzt noch vier davon. Ganz schön. Ganz schön viel, ne? Ja, ja, ich weiß. Vor allem, das wird jetzt pro Schloss schlimmer, mein Freund. Das wird nicht besser, das wird jetzt schlimmer. Okay, weiter geht's. So, vielleicht können wir ja von hier... Ist echt cool, dass man hier auch die Welt draußen sieht vom Tempel aus. Schon echt cool gemacht. Oh, da hinten, genau, da war ich ja gerade. Nichts Besonderes. So, ich denke, damit hat es jetzt wahrscheinlich auch irgendwas auf sich, oder? Ah, okay, die zeigen mir also, dass ich da die Lava rauskriege, so. Oder wahrscheinlich zeigen sie mir damit... Ah, nee, gar nicht zeigen sie mir das. Doch, da ist Lava drin. Das heißt, ich muss das da hinpacken, sonst kann ich da nicht rein. Okay. I understand. So, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Sonst müssen wir erstmal das aktivieren. Und ich muss da rein. Oh. Oh Gott, war das knapp. Wie gemein. Okay, und jetzt geht es hier einfach nur hier lang. Da kann man auch nichts anderes machen. Da kann man nur hoch. Meine Heilung ist extrem schlecht. Ich weiß, es stresst euch bestimmt, aber ich habe, glaube ich, sonst auch nichts zu essen hier. Aber man kann ja sich eh alles reinstopfen. Also bevor wir zum Endboss gehen... Oh Gott. Dann muss ich mir Pfeile holen. Und noch viel anderes. Ignoriert die Kiste, die war überhaupt nicht da. So, was ist das hier? Okay, lustig, damit ich es immer wieder umdrehen kann. Nice. Cool, da haben sie mitgedacht. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Was muss ich denn hier tun? Komme ich da von hier aus irgendwie weiter? Ach so, das hätte ich hier... Ah, jetzt muss... Ach, deswegen. Ich muss da jetzt nochmal rein. Und dann muss ich den abschießen, damit sich das hier wechselt, die Richtung. Damit ich hier weiter kann. Uiuiuiui. Okay. Euch das nicht eigentlich unfassbar viel ausmachen, wenn ich euch mit Wasser voll mache? Naja, ich weiß, das Leben ist anstrengend.
So, was kann man hier machen? Da kann ich das wieder umdrehen. Ist schon mal gut. Oder nö? Ah, dann geht's da weiter, wenn ich das jetzt hier... Ah, will ich darüber? Muss ich darüber? Ich glaube schon, gell? Okay. Interessant. Ah, war nur eine Kiste. Verdammt. Da war nur eine Kiste. Du da, du da. Irgendwas burnt hier doch die ganze Zeit bei mir. Ist das wirklich mein Sticky? Was burnt hier? Du kannst auch beim Erwachungsraum mehr Batterien kaufen. Wo? Oh, sehr schön. Die brauche ich bestimmt gleich, die Pfeilchen. Die steht ja einfach nur rum. Und dann kann ich ja eigentlich wieder zurückgehen. Weil... Oder ich tausche mal jetzt... Ja, das ist sehr gut. Ich tausche jetzt mal die aus gegen die hier. Weil ich brauche jetzt ja gerade gar kein Wasser dran. Das verbraucht ja nur Doppelbatterien. Glaube ich, oder? Und dann nehme ich wieder die. Ah, nee, da ist auch Lava drin, oder? Nee, ach, das ist gar keine Lava. What? Jetzt komm ich! Hä, aber hat... Hm. Scheiße. Genau, was geht hier? Ah, interessant. Cool, dass hier so viel rumsteht. Ach so, ich dachte, das... Und es geht wieder los. Ich hasse Loren nach der Runde. Okay, jetzt hätte ich vielleicht doch brauchen können. Oh nein. Da hinten geht's nicht weiter und hier geht's nicht weiter. Da oben sind Schienen. Komme ich da vielleicht irgendwie hin? Weil die fährt er jetzt runter. Ach, oh Gott, ich weiß wie. Oh, um Gottes Willen. Yes, yes, yes. Oh, Mann. Jetzt brauche ich halt einen dummen Propeller. Wo kriege ich den denn jetzt her? Oh, Mann. Ah, da. So. Jetzt komm ich. Okay. Now we got it. Oh Gott. Okay. Ja, ich bin weitergekommen. Man hätte diese Schiene hier einfach nochmal mit einem Pfeil hochmachen müssen. Und dann geht es nämlich. Und dann kommen wir nämlich hoch. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Endlich Ebene 2. Yay. So, und hier gibt es nämlich auch 1000 weitere Ebenen. So, und den macht ihr jetzt bitte platt hier vorne. Los. Alle Mann auf ihn! Und er so, Genau, macht ihn fertig. Los, hau noch drauf! Oh, mein Festding ist kaputt. So viel habe ich jetzt gar nicht mehr, ne? Oh, er hat einen Flammenwerfer. Oh, hallo. Jetzt komm ich! Nee, du machst jetzt gar nichts mehr. So, dann erstmal Konzentration. Da gibt es 10.000 Wege. Was passiert, wenn ich hier drauf schlage?
Okay, da dreht sich das einfach nur. Was passiert, wenn ich hier drauf schlage? Dann dreht sich das. Und hier geht's hoch. Uff. Da geht's hier rüber. Dann würde ich da jetzt einfach mal rüber gehen. Weil das steht hier schon ready. Einfach nur, um zu gucken, was da passiert. Das geht hier auf. Aha. Okay, probieren wir es einfach. Let's go! Bitte keinen Stein oder sowas. Das ertrage ich nicht. So, dann nehmen wir den. Und packen den hier hin. Wo auch immer uns das jetzt hinbringt. I don't know. Ich habe Loren schon gehasst in Resident Evil 4. Okay, da kommen wir wieder hier hin. Aber das mussten wir, glaube ich, machen. Ich glaube, das war notwendig, um das hier nämlich aufzureißen. So. Und da machen wir alles zu. Mehr dann aber auch nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal runter, oder? Ich glaube, dass man da runterkommt. Aber gucken wir das erstmal an. Wenn ich jetzt da runterfahre, dann. So, hier. Dann lande ich wieder hier unten, oder? Kann es sein? Ich bin da gerade nicht sicher, ob ich dann wieder einfach unten lande. Ja, dann lande ich wieder einfach unten. Da will ich ja nicht hin. Da kam ich ja her, oder? Nee, ich kam von da. Ich probiere es jetzt einfach. YOLO! Kann er wieder hoch. Jetzt komm ich! Oh. Aha. Wir sind in EG. Wollten wir hier hin? Wollten wir hier hin? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay, dumme Idee. Lass mich kurz aufladen. Oh, egal. Los, geh an! Zerrotzt hier jetzt gerade. Nicht verbinden. Ich will, dass du einfach nur dich hier rankittest. So. Abgefallen, aber richtig. So. Okay, let's go! Oh, yeet. So, jetzt geht's nochmal hoch. Nee, ich hätte auch nicht nach unten müssen, aber ich muss auch erstmal die Karte lernen, um das hier alles zu verstehen überhaupt. Ich muss erstmal verstehen. Okay, dann hier sind die ganzen Dinger kaputt. Was passiert, wenn ich da. Oder muss ich das auch irgendwie verstärken? Wenn ich jetzt hier drauf schlage, passiert doch hier irgendwas. Genau, da muss ich jetzt mal hier ran. Dann gehe ich jetzt mal nach oben. Oder habe ich das schon gemacht? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, es ist der zweite Tempel. Auch Raketen. Ach, da kann ich auch mit Raketen einfach drüber fliegen dann, oder? Kann es sein? Ich weiß nicht, ob ich schon oben war.
glaube aber nicht. Oder doch. Oder nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder doch. Es sieht alles... Oh, ich war hier noch nicht sehr gut. Ich war hier noch nicht. Hau ab. Ciao. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Der Arme. Wurde eigentlich richtig weggejietet hier. Okay, dann geht's hier hoch. Die Battery macht langsam nicht mehr mit. Und dann lande ich hier. Ich glaube, das hätte ich aber auch machen können, indem ich einfach abspringe. Dass ich sage, ich habe hier keinen Bock drauf. Geh hier einfach hin. Und ich glaube, so einfach ist es gar nicht, weil du nämlich hier auf jeden Fall eine Lore brauchst. Um hier hin, um hier weiterzukommen. Heißt aber... Ich kann mir die jetzt einfach schnappen. Ja, ich kleiner Schlawiner. So, stop it. Nein, stop it. So, dann kann ich ihn jetzt hier hochschießen. Kollege, I need ya. So, komm mal her. Jetzt komm ich. Das reicht nicht. Okay, das heißt, wir müssen es irgendwie... hier vielleicht noch mal hinpacken, damit der von weiter oben hochschießt. Oh, not sure. Das ist richtig hochhalten eigentlich. Die Schanze. Vielleicht reicht ja das. Oh. Okay, nochmal. Okay, Kollege, keine Angst. Oh, das war viel zu hoch. Zu tief. Noch zwei. Link! Es hat so weh getan. Warum tust du das? Schnauze! So, was passiert, wenn ich jetzt hier das mache? Ah, okay, das dreht nur. So, dann fahren wir jetzt mal weiter. Ich hab mit denen ja gekrallt. Ganz illegal. Keine Ahnung, wo das mich hinführt. Es sieht aus, als würde es mich jetzt nicht führen. Oh, und ich hatte recht. Das habe ich jetzt aber verdient. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Das ist okay, es ist okay. Ich glaube, da hätte ich noch irgendwas an der Seite drücken müssen. Kann das sein? Bestimmt. Da muss ich irgendwas abschießen, damit ich dann irgendwie doch rumfahren kann, glaube ich. Not sure, not sure, not sure. Aber ich lande wieder hier. Das ist sehr, sehr gut. Und ich habe ja noch diese Wasserdinger. Das heißt, ich kann hier sicherlich noch irgendwo rumgehen. Lass mal auf die Karte gucken. Der führt... Ah, da muss dieses Ding hier weg irgendwie. Looky, looky, das muss hier runter. Irgendwie muss es hier runter. Aber ich weiß nicht, wie... Und dann kann man da nämlich rübergehen. Und dann kommst du da rüber und dann hast du keine Probleme mehr, weil dann geht's dir gut. Okay, die zwei letzten Schalter habe ich tatsächlich einfach nur durch Klettern erreicht und durch das hier. Muss ich ehrlich gestehen. Das war mega easy. Also ich finde tatsächlich den Tempel nicht so schwer. Ich fand den anderen Tempel schwerer. Ich habe mich ein bisschen von der Rumfahrerei hier fertig machen lassen, aber man kann auch einfach ganz easy die Ebenen hochklettern. Und jetzt geht's ab, Leute. Ich hoffe, der Gegner ist nicht so schwer. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, okay, Simi. Ja,
Es ist offen! Schnell, wir müssen die roten Felsen zertrümmern. Okay, ich glaube aber, dann kommt was ganz Schreckliches runter, das nicht Zelda sein wird. Muss ich dem hier irgendwie eine Schanze bauen oder so? Ich muss den hier hochrollen einfach nur, oder? Okay, let's go. Ah, nee, doch nicht. Wie kann ich den denn da hochschießen jetzt? Auf geht's! Jetzt die Kula. Irgendwie muss ich den... Ah, doch! Oh Gott, nein. Bitte bleib weg. Wo ist Zelda hin? Da rein. Moment mal! Ist das... ein super fieses Monster! Toxisch, toxisch! Oh Gott. Eine Krabbe, ne? Die Musik wird hoffentlich wieder cool. Steckt in dem Riesenvieh. That's what he said. Goldo Goma. Heiliger des Feuertempels. Ich glaube, ich muss mit dem... Komm, Link. Wir müssen sie da schnell rausholen. Okay, Freund. Pass oh Gott. Auf. Die Beine sehen massiv aus und schmerzhaft. Ja, das hast du bestimmt, glaube ich, gerade auch gemerkt. Ein Angriff. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Okay. Oh shit. Oh shit. Okay, now we talking. Zum Glück war ich genug kochen, ey. Okay. Schnell weg! Pass auf! Kann das sein, dass ich die dann nehmen muss und ihn ins Gesicht schmeißen muss? Oder irgendwas muss ich damit ja machen. Ah, jetzt vielleicht mit der Zeit zurückkehren, oder? War das korrekt? Nee. Oh Gott, Hilfe. Er ist überall gepanzert. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich brauche bestimmt dich. Auf die Beine schießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich müsstest du ihm doch mal irgendwie die Beine wegschießen, oder? Hast du jetzt selber verletzt, oder sag mir? Die Beine! Sie sehen aus wie die Felsen vorhin! Ein Angriff! Okay, aber mache ich die mit dem? Okay, das heißt, wir müssen die Beine mit diesem Juno kaputt machen, ne? Okay, komm mal her, Kollege. Komm mal schnell her. Jetzt komm ich! Jetzt die Kulle! Okay! Kommst du bitte nochmal her? Auf geht's! Oh shit, voll vorbei! Das ist eklig, das Ding. Kommst du bitte nochmal her? So, jetzt brauch ich nochmal. Yes, nice! So. Ein
Oh shit. Dann nehmen wir doch gleich nochmal den. Oh Gott, weg! Die wachsen dem jetzt wieder nach, oder? Ah, doch nicht. Oh doch, sie wachsen wieder nach. Das war so klar! Okay, Kollege, gar kein Problem, komm her. Oh yeah! Oh, es geht aber ab, ne? Kann ich da nicht irgendwie schneller hinkommen? Uiuiuiui. Ich würde einfach mit Zahnstocher reinstechen. Oh oh, jetzt geht er ab. Oh nein. Okay, jetzt wird es schwerer. Jetzt muss ich ihn nämlich hier oben hin droppen lassen. Oh Gott, es wird jetzt schwer. Oh mein Gott! Das ist deine Chance, Link! Was? Wie? Oh shit, nein, jetzt bin ich dead. Oh no. Hey, ich brauche echt Feen, gell? Jetzt gibt's Prügel! Oh Gott, Hilfe, das ist so kacke. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Da komme ich ja gar nicht raus. Jetzt bin ich tot. Ah, scheiße. Oh Gott, vielleicht kann ich mich doch noch heilen. Oh, so ein Sack. Okay, let's go. Töte den. Hol ihn schnell runter. Schnell, 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 schnell. Bevor er wieder die Scheiße macht. Ja, oder Zeit. Aber Zeit kann ich ja auch immer nur einen machen, oder? Jetzt hol den Sack da runter endlich. Schnell, schnell, schnell. Okay. Shit. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Oh oh. Schnell, schnell, schnell. Okay, jetzt müssen wir den halt nur noch mal runterschießen, endlich mal. Kommst du mal her, Alter? So, jetzt bitte hol den einfach nur runter. Das ist gar nicht mehr so einfach, jetzt den zu treffen, um Gottes Willen. Trifft man denn den seine Kackbeine mal endlich? Oh Gott, das wird nichts, glaube ich. Oder muss ich den jetzt einfach runterschießen? Trifft man so auch gar nicht, gell? Okay, Kollege, komm mal her. Da sind jetzt die Kackbeine. Bitte triff sie einfach. Ja. Das ist deine Chance, Link. Ja, ja, ich weiß, so einfach ist es nicht. Oh Mann, bei mir an der ganzen Waffen gehen kaputt. Stirb, stirb! Spieß, 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 Spieß. Okay, nicht mehr viel. Okay, goodbye.
Oh Gott, Leute, nicht mehr viel, aber jetzt wird er richtig aggro, ne? Jetzt wird's richtig schlimm. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Okay, wo sind die Kackhaxen da? Bitte, 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 bitte. Yes. Okay, jetzt mach dich platt. Komm, du Sau. Jetzt legst du dich auch noch so hin, dass ich die nicht treffe, ey. Ich habe keine Waffe. Scheiße. Oh Gott. Da braucht er viel zu lang. Habe ich eine, die schneller schlägt? Nee. Oh Gott, ich habe so Kackwaffen jetzt. Oh, aber gut, wir wissen jetzt, wie wir ihn versiegen. Das ist das Wichtigste. So, hol ihn direkt runter. Komm her. Jetzt direkt. Zack, bumm. Yes, nice. So, jetzt geht's aber richtig aufs Maul. So, komm her. Bitte. Ich mach den jetzt platt. Schneller, Link. Oh Gott, nur noch einen Schlag! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Nur noch einen Schlag! Kann ich den jetzt bitte nicht so treffen? Oh shit. Okay, komm. Okay. Es ist spannend. So, jetzt die! Oh, under pressure, ey. Federbeißer-Augen modifiziert, dann treffen die immer. Oh, was? Oh, we did it. Oh, neue Fertigkeit. Yay, das Gumby. Komm her zu mich, Scampi, komm her. Ja, flop. Yes. Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. Auf so ein Kind im Bauch. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Volkes, Volkes, Volkes.
Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. So gruselig aus. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später, da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Er kriegt auch einen Jellybean. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Juno, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite, in den vielen Schlachten, die er eurer hat. Brofist. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Yes. Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren. Aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Geilo, Leute. Wupp, wupp. Yes. Nice. Ich bin der Weise des Feuers. Sieh her, über welche Macht ich jetzt verfüge. Geilo. Süß. Ich bin Yunobu, der Weise des Feuers. Und ich stehe von nun an fest an deiner Seite.
als Beweis für meine Treue. Batsch, das hängt das so an der Wand. Yeah, Leute. Müssen wir die Maske ausziehen, man sieht überhaupt keine Expression mehr und er redet ja eh nie. Finally we did it. Bin auf die anderen Mächte schon gespannt, von den Zora, da kann ich schon gut schwimmen. Und von den Gerudo. Geilo. Link, mein Bruder, dieses Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Yeet. Geil. Plopp, 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 wie sie Dinger aufploppen da unten, diese Ladespeicherdinger siehst. Ja, der fünfte Ring ist vielleicht, also ist hier der Fünffinger, vielleicht die Zelda. Weil jetzt kommt ja noch Sora, Gerudo, Orni haben wir. Jetzt werden alle sind alle abhängig, ne, von dem Fleisch. Stimmt, ich habe Zeitumkehr durch Zelda bekommen. Oder die Macht von Ganon. Freue dich auf das Ending bei den Zoras. Ich habe mich gekugelt vor Lachen. Oh geil, da freue ich mich schon drauf. Das sind die Drogen, die Kinder. Gesplittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Bitte nicht böse sein, Juno. Boss hat nichts getan. Gut, Tokachin, er hat recht. Wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, was ich eigentlich tue, dann... Aber du wolltest Goronia doch nur wieder so machen, wie es früher war. Du bist der Held von ganz Goronia, weil du die Juno-Bau gegründet hast und jetzt erst recht. Ach, danke ihr beiden. Und auch dir vielen Dank, Link. Nur dank dir ist die Schlemmstein-Krise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam, wo ich so darüber nachdenke, dann sah es so aus, als... Ja, es sah so aus, als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Ist halt die Frage, ne, ob sie das jetzt auch bei den Zoras macht. Und all das, und als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Hey, Juno-Boss, ob es das eine andere Prinzessin Zelda war, eine, die böse ist? Hä, was soll das denn heißen? Das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr geholfen hat, in Wirklichkeit das Steinmonster war. Bitte? Wobei, wo ich so zurückdenke, die Person, die meine Ahne als die Weise der Zeit bezeichnet hat, die sah auch aus wie Prinzessin Zelda, ob sie am Ende vielleicht die richtige war? Aber meine Vorfahren lebten vor langer, langer Zeit. Es kann also gar nicht sein. Da müsste die Prinzessin Zelda, der wir gefolgt sind, doch die echte gewesen sein. Meine Ahne, die längst vergangene Zeit, in der er lebte, Prinzessin Zelda, war es denn nun die echte oder hat man uns nur getäuscht? Um es kurz zu sagen, ach, ich geb's auf, kein Schimmer. Doppelgängerin oder nicht, nur Prinzessin Zelda kann uns nun erklären, was hier los ist. Wir müssen sie finden. Mit der Juno-Bau werde ich dafür sorgen, dass man um die ganze Stadt herum Ausschau nach Spuren über Prinzessin halten wird. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team. Ob wir nun zusammen sind oder uns... Ja. Das habe ich so schnell weggedrückt. Ich habe die Sache im Griff, Partner, versprochen. Ja, Schwur von Juno-Bo. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schwörst nochmal diese friesen Felsen. Klar, kleiner Juno-Boss. Yay, geil. So. Oh, er hat noch eine Aufgabe.
Ach ja, mir ist gerade eingefallen, dass die merkwürdige Zelda, die mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat, das war alles, wie das war, als wir Schlemmersteine an der Nordseite des Todesbergs abgebaut haben. Sie hat gesagt, ich soll auf keinen Fall in die Nähe der Echsalseen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Echsalseen, dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Echsal-Brüder, gibt einen Kinderreim darüber. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht drauf Hatz. Die Echsal-Brüder in ewig Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, als ich noch ein junger Kiesel war. Dadurch dachte, da gäbe es einen Schatz zu holen. Und wie ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Und bevor ich überhaupt den Knall richtig gehört habe, war der ganze Berg voll Lava. Junge, das hätte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Es muss irgendwo auf halber Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Junobau ist auch da tätig. Wir müssen also nur in die Lore hüpfen und ab geht's. Ja, oh, mein Rücken. Okay, da gibt's bestimmt einen geilen Schatz. Ich würde jetzt aber mal ganz gerne kurz nochmal hier zu ihr zurück, weil sie sagt uns nämlich jetzt wieder, wo wir als nächstes hingehen müssen. Und ich schätze mal, dass es die Zoras sind. Aber das werden wir jetzt ausprobieren. Meine ganzen Muskeln verschwinden, weil ich nicht trainieren darf. Es ist furchtbar. Nächste Woche Mittwoch wieder, endlich, finally, I'm so happy. I'm so happy and you know, clap your back. Temperatur. Plop. E-Beams. So, wo ist die Madame? Da. Willkommen zurück. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. Ein schwerer Kälteeinbruch und eine Nahrungsknappheit bei den Orni und ein fliegendes Schiff. Schlemmsteine und Goronen außer Kontrolle in Goronia. Und du sagst, dass in beiden Fällen jemand dahinter steckte, der aussah wie Prinzessin Zelda? Ich bin jedenfalls froh, dass bei den Orni und den Goronen wieder alles zu seinem gewohnten Gang geht. Zum Glück haben wir dich zu ihnen geschickt. Es ist zwar deutlich geworden, dass es eine Verbindung zwischen Prinzessin Zelda und dem Kataklysmus geben muss. Aber die Lage ist ernster als gedacht. Du solltest so schnell wie möglich auch die übrigen Regionen untersuchen. Währenddessen gibt es auch noch diesen Ort, der nach meiner persönlichen Aufmerksamkeit verlangt. Übrige Regionen? Was, hast du schon vergessen? Mit dem Pura-Pad siehst du, wo du hin musst. Ja, das sagt bloß, das weiß ich. Wahrscheinlich sagt sie jetzt, dass es zu Zora gehen soll. Es sind zwei Regionen übrig, Ranel Osten und Gerudo im Südwesten. Im Südosten treiben ziemlich viele Monster ihr Unwesen, also sieh dich vielleicht zuerst einmal anderswo um. Wirf im Zweifelsfall einfach einen Blick auf dein Pura-Pad. Ich überlasse dir die Erkundung der betroffenen Region. Es gibt noch einen anderen Ort, der meine Aufmerksamkeit verlangt. Ich werde mit der Forschungsgruppe zusammenarbeiten. Was für ein Ort? Es geht um ein relativ neues Dorf namens Taburasa in Akala im Nordosten. Dort hat das Bauunternehmen Dumpstar seinen Sitz. In diesem Dorf fallen mehr Sonarbauteile vom Himmel als anderswo. Dafür muss es einen besonderen Grund geben. Vielleicht willst du dir das mal anschauen sehen. Maplan im Haupt- oder Maplan im Hauptquartier kann dir sicher mehr darüber sagen. Er ist für die Entsendung der Monsterwehreinheit verantwortlich. Okay, dann gucken wir das jetzt gleich mal. Also sie sagt, wir sollen jetzt zuerst zu den Goronen gehen oder zu den Zoras. Ich habe es gerade nicht zugehört. Es war also hier, sie hat so gesagt, Gerudos als erstes, oder? Das wäre ja ungewöhnlich. Ich glaube schon, dass die Zoras sind. Ich habe gehört, der Gerudo-Tempel soll wieder der schwerste sein. Weswegen ich tatsächlich eher dafür wäre, dass wir zuerst zu den Zora gehen. Ich habe übrigens das Pferd von der Prinzessin Zelda mir geholt. Das werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Wir gehen als nächstes auf jeden Fall zu den Zora. Und in der nächsten Folge werden wir auch zwei Erinnerungen machen. Gehen zu den Zoras. Und in der Folge drauf, wenn wir zu den Gerudos gehen, machen wir noch eine Erinnerung. Dann haben wir alle Erinnerungen und machen die Gerudos. Ja, Leute, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Über Tipps und Tricks freue ich mich wie immer sehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und bis dann.